So, für den 18. Mai schauen wir uns an, was wir da kriegen im Lightseers Tarot. Was kriegen wir für den 18. Mai? Oh, wie schön, wir haben das Ass der Kelche, das ist wunderbar. Also die Kelche stehen einmal grundsätzlich für die Wasserzeichen, das sind Krebs, Skorpion und Fisch, die sind heute definitiv positiv beeinflusst. Hier diese Karte, die steht für Liebe, Harmonie, Empathie und Emotionen. Das heißt, wir haben hier eine Karte, die sehr positiv beeinflusst, jede Art von Beziehung, ganz egal, ob das Beziehung zum Partner ist, zur Familie oder zu Freunden oder sogar zu Haustieren. Eure Beziehungen stehen unter einem guten Stern. Ihr habt hier auch die Hände, die dieses Herz beschützen, das heißt, ihr habt gute Grenzen, ja, die ihr aufgebaut habt und die ihr auch verteidigt nach außen. Das heißt, wenn jemand von euch etwas verlangt, was einfach zu viel verlangt ist, dann könnt ihr das auch ausdrücken. Ja. Ihr könnt sagen, nein, stopp, das möchte ich nicht. Ja. Und für diejenigen von euch, die das Gefühl haben, ihr könnt es noch nicht so gut, keine Sorge, ihr habt genug Zeit zum Üben, ihr habt genug Zeit, das zu trainieren, dafür seid ihr ja da. Und ja, das Ass kann auch stehen für einen Neubeginn, das heißt emotionaler Neubeginn in diesem Fall. Ja. Vielleicht gibt es eine neue Liebe, vielleicht gibt es jemanden, der dir Blumen schenkt, der dir den Hof macht. Ich würde es dir sehr wünschen. Bis bald. Tschüss.